Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Zomboid mit dem Mindy. Grüß dich, Mindy. Moin, moin. Warst du schon immer pink? Ja, du bist ja eine Lady, also von daher darf der Name auch pink sein. Die Pink Ladies, für alle Filmfans, die es noch kennen. Auch nur, wenn es im Spiel ist. Ne? Also. Ja. Ja, wir sind 6.30 Uhr, nächster Tag. Ganz schön Sauerei hier in der Halle, muss ich sagen. Haben wir die gemacht? Wahrscheinlich schon. Ja, also es ist nur auch schon ein Weilchen her, ne? Aber irgendwie, das war, glaube ich, die Bretteraktion, als wir hier alles dicht gemacht haben. Beziehungsweise, wo wir uns noch vorbereitet haben. Guck mal hier, das haben wir auch wieder als Tipp gekriegt und beharrlich ignoriert. Ihr wärt zum Beispiel nur ein großer Wanderrucksack in dem einen Zombie. Also ja gut, also ich habe, ist da so viel sinnvoller? Ich meine, ich weiß nicht, ich habe einen Wanderrucksack, der hat 20 Plätze. Da habe ich auch, Moment. Ja. Ist das ein großer? Ein normaler? Ah, hier ist ein großer. Normaler. Achso. Hier ist ein großer. Die Frage ist doch, wie viel Gewichtsreduktion hat er denn? Auf jeden Fall hat er ein Fassungsvermögen von 20. Hä? Okay, Gewichtsreduktion 70. Was hat der hier? Das habe ich aber auch. Mit einem 2070, das ist ja komisch. Ach, das ist ein normaler. Entschuldigung. Ich habe mich verlesen, es ist kein großer. Ja, der alte Mann ist durch, ja, das hatten wir schon mal. Ich bin auch durch. Ich kann jetzt fischen. Ich kann fischen. Ach, da bist du mit deinem Buch durch, sehr gut. Ja. Möchtest du dann gleich mal das Magazine stifte, also da. Nee, ich würde jetzt erstmal einen Ausflug machen wollen. Ich habe jetzt, wann mal fertig gerichtet, ist Nonsens. Haben wir nicht in irgendeine Kiste was abgelegt? Hier ist noch Brause und da mache ich nämlich auch hier das Fertiggericht rein. Wir müssen dann später mal eine gewisse Ordnung machen. Hier sehe ich nämlich so noch Nägel und Schlaftabletten. Oh, Schokolade. Die könnte ich ja mal essen und all. Macht glücklich und satt, kurzfristig. Gut, der einzige Ausgang ist ja nur noch südlich. Warte mal, die Tür hier oben ist aber auch noch. Moment, kann man die verbarrikadieren? Naja gut, eine Tür öffnen, brauchen okay. Wir ja aber. Also, ja, also hier haben wir noch eine. Wir lassen mal die. An der Wand. Also die sollten wir auch. Du hast ja gesagt, Richtung Süden sind noch Häuser. Genau, wir müssten so südlich gehen. Da wollen wir eigentlich auch jetzt mal einen Trip hinmachen. Ach, strahlender Sonnenschein, ist ja. Das schön. Schließe Tür. So. Genau. Irgendwie wolltest du nicht zu mit E. Wir gehen ganz normal relax, solange keine Zombies kommen. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir mehr Übersicht haben. Da ist doch schon jemand auf dem Rasen. Ich glaube einer. Hier, ja. Okay. Na moin. Zack. Tong, tong. Und nochmal drauf. Jawohl, hat sich gelohnt. Axt ist wirklich gut. Matsche? Ich glaube, wir sollten uns auch mal angewöhnen, immer noch mal die Zombies zu durchsuchen. Ja. Vielleicht haben die auch manchmal noch sinnvolle Sachen. Das stimmt. Pullover, Hose, Schuhe, nein. Moment, aber wir sollten, Bandagen habe ich gerade mal 1. Deswegen, also Bandagen habe ich noch 7. Deswegen würde ich mal ins Bandagen zerreißen und jetzt habe ich ein Pullover und habe 9. Siehst du? Sehr gut. Ich würde nochmal hier den Quellgeist an unserer Tür, das Klopfen da, der haut immer seinen Schädel so böse ran. Na gut. Das können wir später machen, da soll doch ein bisschen, wir haben es ja vernagelt alles. Ich finde es irritierend, dass man sich nicht sieht. Ich meine, es ist ja eigentlich logisch. Ich meine, man hat ja keine Augen im Hinterkopf. Ach, guck, da liegen auch noch Bretter auf der Straße, siehst du das? Ja, die können wir aber später reinschaffen. Also das war noch die von der Nacht. Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Ausflug, weil wir brauchen dringend was zu essen. Wir müssen auch, wir müssen eigentlich auf die Hauptstraße, weil wir kommen bestimmt gehen. Hier nicht... Ich komme hier, glaube ich, wieder nicht durch den Zaun. Also das würde mich auch mal interessieren. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie man durch so Zäune kommt, gibt es vielleicht noch irgendwie einen Seitenschneider oder irgend sowas, was man finden kann. Könnte ich mir gut vorstellen, so realistisch das wäre eine wie das gute Spiel Sache, ist. Ja. Ich mache hier mal die Menüs zu, dann sehe ich mehr zu den Seiten. Ja. Oh, jetzt sollten wir aber vielleicht rennen, dass wir nicht hier durch Nest dann irgendwo dastehen. Ja. Und die Kollegen kommen auch hier gerade. Gut. Okay, wir müssen hier noch dran vorbei. Ja. Ich bin schon leicht feucht. Ja, ich merk's. So. Bist du? Da bist du. Ja, hier habe ich uns ein schnuckliges Plätzchen ausgesucht, nämlich All You Can Eat. Oh, man Buffet. Wir sind aber schon, war schon jemand am Essen. Geht's hier auf? Nee. Okay, dann Fan. Probier da mal was. Sie gehen doch nicht auf. Kann nicht sein. Warum macht die so eine Bewegung, als würde das Fenster offen gehen? Offen gehen. Naja, also sie versucht. Warte mal, probier mal, da kommt jemand. Warte mal. Komm, schlag ihn mal hoch. Oh, gut, getroffen. Kommt noch jemand? Ja. Wer bist denn du? Oh, jetzt können wir auch rein. Ja. Muss man nur aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Ich mach mal den hier unten, die hier unten. Ja, okay, gut. Oh, die hat direkt erwischt. Was so ein richtiger Bauarbeiter ist. So, Schrotpatronen, 24. Gesundheit ist noch okay. Könnte sein, dass jetzt jemand reinkommt.
Ja, wahrscheinlich, ne? Die werden jetzt alle angelockt, denke ich auch. Lass mal die Aber Hauptsache, Minis. wir trocknen erstmal. Genau. Wenn wir Handtücher finden, das sollte man auch mitnehmen. Damit kann man sich abtrocknen. Okay. Aber nee, es sind keine. Oh, dafür ist hier ein großer Spiegel. Das Ja, ist ein... bringt uns jetzt nicht. Ah, Aber hier geht's aber nicht. Also, hier müssen wir wieder nicht raus. schlecht, Das ist ein leerer schlecht. Laden. Tja. Oder geht's hier? Ist hier eine Tür? Nee. Nicht, oder? Nee. Wir können aber nicht durch die Tür raus, bevor uns was passiert. Ich muss dann aber auch echt langsam Was denn? die Wassermelone futtern. Ja, hau so die rein. Okay, ausgelaufen. Ah, hier ist sogar schon was offen. Guck, wir können hier nochmal Kavok machen und dann. Oh, okay. Naja, gut. Haben wir stark Kavok Doppelkavok. gemacht. Achtung, hinter dir. Ja, genau. Okay. Oh, da kommt noch einer. Moin. Och, Ja, der es ist kam. aber Man resistent muss hier, auch mal du. einen Abstand einnehmen. Oh, Okay, das hast du dein hat's. Hirn gesehen? Ja, hat. Gut, gehen wir hier mal rein. Oh. Okay, ist schon Matcha. Was war das eben? Musik ist angegangen, war ein bisschen stotterig. Bist du noch drin? Ich bin noch da, ja. Bist da. Okay, alles klar. Gut, dann gucken wir mal erstmal hier Hier Toiletten. sitzt noch ein Gast. Guten Tag, kalte kein Kaffee. Hier kann man was trinken übrigens. Also hinten im hinteren Bereich ein ist beides Toiletten. Okay, gibt's hier was im Aber Abfalleimer? ich dachte, hier gibt's was zu Ein essen. Rasierer? Na endlich! Komm, ich nehme mal einen Rasierer mit. Für die, für dich, für die Beine und für Ja, mich. genau. Gut rasiert in der Aber wo ist Apokalypse. denn jetzt hier? Nichts Also, zu ich essen, ne? bin enttäuscht. Das ist wirklich ein Gibt's hier schlechter Küche, Laden. Na Küche? gut, Sehr Küche, geil. Komm. Chips, Buttermesser, Gabel, okay. Oh, Oh, hier, guck und mal, ein Whisky-Bon. der Dings ist voll, der Kühlschrank. Ja. Also, da sollten wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal voll essen. Du hast doch Hunger, hast du gesagt. Ich habe Hunger, aber ich beiß erstmal kräftig in die Wassermelone. Nee, warte mal, nimm doch erstmal das, was hier gekühlt werden muss. Zum Beispiel Speiseeis. Okay. Oh, ich habe gerade was gehört. Warte mal, ich Ich muss hier nehme auf mal. jeden Fall mal den Rest hier mit, Kohlkopf, und du haust dir am besten komplettes Speiseeis rein. Das ist zwar nicht kalorienarm, aber ich glaube, Kalorien können wir hier sowieso gut gebrauchen. Ach Quatsch, ein Soll bisschen ich Fett auf jeden Thunfisch? Fall. Thunfisch nehmen wir doch mit. Was sind Geest oder YEAST? YEAST. Sieht aus wie ein Moment. Pulver, kannst du dich mal da reinstellen, dann siehst du das. Yeast. Breta, oh, Chips, nehmen Gute wir. Frage. Dose mit Bohnen, nehmen wir. Dosenöffner haben wir ja oben, gell? Ja. Bratpfanne, Löffel, ne, erstmal nicht. Also, erstmal Nee, Gewicht. wir brauchen erstmal eine kleine Farm. Endlich ein Garbage-Bag. Ja. Nochmal Chips nehmen. Whisky-Bottle macht glücklich. Darf ich nicht trinken, weil du weißt ja, ich bin Ja, Alkoholiker, ja. ehemaliger. Und Reinigungsmittel können wir noch trinken. Aber mit Reinigungsmittel hat irgendjemand geschrieben, man könnte sich damit Wunden desinfizieren. Wir nehmen es mal mit. Echt, das klingt gut. Ja, aber man muss Das. aufpassen, weil man kann sterben und, oh Gott, ich Hier weiß nicht. ist nochmal dein geliebtes Hundefutter. Aber auch Streichhölzer. Thunfisch. Trockene Was ist denn? Rahmnudeln nehmen wir auch mit. Streichhölzer nehmen wir mit. Schüssel, Nudelholz, Kochtopf, Hundefutter nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Macht zwar Oh, das klingt aber unglücklich, laut. aber dann haue ich mir einen Whisky rein und dann geht's wieder. Denn so eine Dose Hundefutter mit Whisky ist ja auch. Wo? Oh, wir hatten Da. hier jetzt hier. Moin. Hallo. Gehen wir mal durch die Tür raus, oder? In den anderen Kammern warst du schon? Ja, da sind nur Toiletten. Komm, Oh, wir ich gehen hier muss immer raus. noch. Warte mal, Komm ich mit, muss. komm raus, jetzt Ja. kommen Zombies. Ja, Was musst okay. du? Melone Ich habe essen? immer noch nicht gegessen. Ja, das Eis. Ich Ja, dann gönne mir hau das jetzt ein Eis rein. Eis. Ich warte hier. Ein Eis. Ist ja auch die Yum. Situation, wo man gerne mal ein Eis schlägt, so hier auf dem Parkplatz mit dem paar zerfetzten Ja, Leichen. ich finde, das kann man sich dann auch mal leisten. Schwierig. Man hat ja ein bisschen was geleistet. So, okay. Der will bedient werden. Okay, hat er hinter sich, nicht mehr weiter schwingen. Da ist auf jeden Fall, hier sollte man auf jeden Fall aufräumen. Aber vorsichtig wegen Kratzen, gell? Du weißt, du hast da so gesundheitliche Probleme. Obwohl du bist jetzt auch Bauarbeiter, oder? Ich bin eigentlich Bauarbeiter, ja. Aber die will aber auch Okay. partout. Oh. Achtung, die kommen aber fix hier. Oh je, okay. Man kann mehrere treffen mit einmal. Oh. Nicht kratzen lassen. Ah, die müssen aber auch mal Oh, wir müssen erstmal sterben. ein Stück wegrennen. Ich habe immer meine Gesundheit im Blick. Ja, ich auch. Aber das ist Oh gerade fuck, man braucht Abstand, um schwierig. auch durchschwingen zu können. Jetzt schieb nicht zurück, jetzt schlag. Okay, dann haben wir den nächsten.
Noch eine. Nochmal drauf. Sehr schön. Und zack, komm. Ah, ja, auch am Boden. Ach, okay, und ist die schon weg hier? Ja, die sind alle schon weg. Ja. Okay, ja, alles klar, sehr gut. Die hast du vorhin schon am Kinn getroffen. Aber viel Panik. Jetzt überlebe ich gerade Antidepressiva, ist gegen unglücklich nehmen. Extrem panisch, ja. Okay. Was kann denn das auslösen im Extremfall? Also renne ich jetzt hier schreiend im Kreis oder. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, dass du weniger Kraft hast, in dem, was du machst. Okay, hat sich. Weniger Kraft hast du gesagt, ja? Rein da mit dem Beil. Auf den Kopf. Oh, die will nicht. Ja, die will nicht. Das ist wahrscheinlich das Glück auch. Okay, ist fertig. Komm, lass uns hier in den Laden. Lass die mal in Ruhe. Wir gehen hier mal lieber. Ja, Achtung, da ist auch jemand drin. Echt? Ich glaube, hier kommt gleich jemand zur Tür hinaus. Wollen wir hier. Was ist das? Laundromat? Das ist eine Reinigung. Burger. Hier unten ist Burger. Also, das sieht nach Essen aus. Burger? Oh. Na gut, ob die Burger noch gut sind nach der Zeit. Aber Klamotten können es geben. Komm, zieh einen über. Ich gehe mal in den Automat derweil. Brause. Nehme ich. Okay. Was ist denn das für ein Sound? Warum kippt der nicht um? Hört mal hier die linke Flanke von dir. Jetzt schlag doch. Zieh doch. Ach, zwei mit einem Streich hier. Irgendwie hast du das besser drauf, also. Ja, weißt doch, Frauen sind gewalttätiger. Hat er mich jetzt gekratzt? Oh. Da ist noch einer, ja. Ah, jetzt hat er es hinter sich. Hat er dich gekratzt? Nein. Echt? Nein. Sieht gut aus. Also, hier sieht es nicht mehr gut aus, aber. Wir müssen jetzt Lärm machen, oder? Nee, achso, ja, gut, ja. Machst du mir die Tür auf? Ja. Monsieur, entre, please. Okay. Und dann. So, Garbage-Bag. Ja, im Mülleimer liegt ein Garbage-Bag. Nochmal Ketchup. Okay, gut, Ketchup. Was macht Ketchup? Aber Hunger ich. Minus 10. Also, man kann den Ketchup. Ach, genau, es kam. Man kann, ja, ist ja gut, Panik. Achso, etwas hungrig. Komm, ich hau mir jetzt einen Ketchup rein. Was war Ketchup? Unglücklich macht's. Na gut. Ah, hier ist ein Hunting Knife. Hundefutter nicht macht schlecht. Nicht unglücklich. Soll ich mir einen Kohlkopf reinhauen? Komm, ich esse einen Kohlkopf. Essen all. Das erinnert mich ja mal an so eine Folge von Die Dinos, wer das noch kennt. Ja. Da gab's da, einmal, wer noch? Ja, genau. Und da gab es einmal, die haben doch immer so lustiges Essen im Kühlschrank. Der Kühlschrank, der schreit doch immer dann zurück, Licht aus. Und es gab mal irgendeine Folge, da hat der Kühlschrank die ganze Wohnung übernommen. Okay. Und Anführer war dann irgendwie so ein komisches Gewächs, was ein als Arm, quasi als Prothese, so eine Art Gabel hatte, okay, mit einem Kohlkopf. Und dieser Kohlkopf war dann quasi so der Götze dieser Machenschaften. Der Kohlkopf hat entschieden. So, den habe ich jetzt gegessen. Den Kohlkopf kann nichts mehr passieren. Also wir haben das ordentlich Essen. Aber hier ist noch ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ist hier eine Theke nicht? Ja, nee, irgendwie. Warum läuft das? Ich frage mich halt, ob dieser Ofen da gut wäre. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, so ein bisschen Fleisch finden oder so wäre ja schon mal nicht schlecht und dann vielleicht auch braten, aber ich frage mich, hat das Braten denn überhaupt Sinn? Man müsste ja dann irgendwie. Ja, also bei manchen Lebensmitteln steht ungebraten gefährlich oder sowas in der Art. Ah, okay. Da ist jemand drin im Lounge. Was ist denn das for use? Ist das leerstehend, aber da hat vielleicht jemand Waffen gelagert oder so? Was for use? For lease? Ach, for lease. Zum Vermieten. Ich war nicht nah genug dran, aber das ist leerstehend, da bringt gar nichts da rein. Ja. Na gut, ein paar Sonnenstühle. In der Wäscherei, da gehen sie ab. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ist hier noch mehr? Hier sind noch in einer Lagerhalle südlich. Komm, wir räumen einfach noch ein bisschen auf. Das hat ja bis jetzt ganz gut geklappt. Auch wenn es ganz schön blutig aussieht. Ich habe übrigens hohe Anstrengungen und ich weiß gerade gar nicht so richtig, warum. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit schon überladen bin. Jetzt schlag dir doch auf die Ömmel. So. Ist vielleicht meine Axt kaputt? Warte mal kurz, ich gucke mal, geht ganz schwer. Nee, nur die Hälfte, so. Nur die Hälfte. Ja. Und oben in der Lagerhalle habe ich auf jeden Fall noch eine gesehen. Gut, dann gehen wir hier weiter südlich. Das wäre auch mal was, so eine Axt zu reparieren. Schmieden, nachschmieden. Nachschmieden, ja. So ein, oh, jetzt wieder ein Party on, ey. Aber ich komme auf deine Rechte. Hat sich gelohnt. Oh Gott, hier kommen aber welche angerannt hier noch. Oh. Pam, pam, pam. Oh, jetzt liegt auf dem Boden. Okay, ist platt. Ach, okay, ey, nicht schlecht. Alle weggemacht. Ja, das war Nahkampf-Action. Mit dem Action, Beil. Action Jackson. Ob man sowas auch bei der Feuerwehrausbildung lernt? Bestimmt. Okay,
Gemeinsam sind wir stark. Oh, die hat es direkt erwischt. Gut. Ui, ui, ui. Mann, jetzt kommen sie unten, hast du gesehen? Die kommen. Ja, die wollen alle was abhaben hier. Ja, gut, die riechen wahrscheinlich das Blut von ihren Kollegen. Ja, was ist denn hier so drin? Mann, mal in den Mülleimer mal gucken. Ach komm, bitte jetzt nicht hier noch. Ach, leere Flasche, nehmen wir mit. Weil es hat mir ja gesagt, wenn man eine Flasche. Ja, da kannst du mit Wasser füllen, genau. Genau, und du trinkst automatisch. Also, ja, das haben wir ja schon erlebt. Genau. Man kann auch eine Mayonnaiseflasche ausleeren. Danke übrigens für den Tipp an dieser Stelle. Man kann eine Mayonnaiseflasche ausfüllen und dann ausleeren und dann kann man das als Flasche verwenden. So geht hier die Tür. Ey, die Tür ist offen hier. Hier ist eine Küche. Ja, dann ist rein da. Okay. Aber nee, erstmal alles beseitigen, was hier rein will. Okay, dann beseitigen wir noch. Da kommt noch einer am Zaun. Okay, haben wir erledigt. Gut. So, dann machen wir die Tür zu. Oh, mit mir drin, bitte. Garbage. Komm, Garbage. Gut, so, das sieht aus. Oh, ein Doppelkühlschrank. Oh, voll. Aber alles gekühlte Ware. Also, wir müssten das relativ jetzt zügig. Na gut, dann können wir es aber auch hier lassen. Ich würde sagen, wir dich. Naja, da müssen wir aber hier runter. Also, mein Vorschlag ist derer. Wir dich forsten. Steak, hier. Guck dir mal das Steak an. Minus 40. Müssen wir bloß braten? Müssen wir braten, genau. 40. Brauchen wir eine Pfanne. Aber wir sollten diesen Kram hier erstmal durchforsten. Können wir uns ja merken, oder? Ja, oder wir durchforsten erstmal die Hütte und dann machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind so, noch ein paar Minuten haben wir, Päckchen mit Radieschen. Ich hab unheimlich viel Schrotpatronen. Ich habe jetzt schon hab ich auch. 72 Schrotpatronen und ich weiß noch gar nicht wofür. Ich will endlich mal eine Waffe finden. Also mein Vorschlag ist folgender. Wir durchforsten hier das Ganze noch ein bisschen, suchen mal, was wir noch so finden können und dann machen wir uns die Taschen voll mit dem gekühlten Kram und ziehen ab nach oben. Also zu unserer Basis, in der Hoffnung, dass die Kühlung das aushält. Wobei wir haben, wir müssten fast in der Nacht losziehen, aber da hätte ich ein bisschen Bedenken, dass wir uns verlieren. Ja, ja. Also das ist Risiko. Ist mir auch nicht so lieb, nee. Dann lass lieber nochmal hoch und mal so eine Pfanne. Ich will mal so ein Steak braten. Oder wir überwintern hier erstmal. Da ist hier keine Pfanne irgendwo drin. Ich habe schon geguckt, aber irgendwie ist hier noch nichts. Voll die Küche, aber ein Stift. Oh, hier sind sogar Patronen. 9mm echt? Patronen. Da habe ich was. Stück. Gut, dass du nochmal geguckt hast. Kack rein da. Ja, genau. So, aber mehr ist, glaube ich, hier Streichhölzer. Nee. Was ist aber für ein Laden hier? Warte mal, ich mache mal vorne auf. Ah, hier ist wie so ein Gastraum. Warte mal, die Fenster sind aber offen. Wenn die Zombies hier reinkommen, dann ist blöd. Dann müssen wir nur flüchten. Immer auf die Toilette. Okay, ich würde mal sagen, wir hauen uns erstmal den Bauch voll, oder? Das ist ein bisschen blöd, dass man nicht sieht, wie viel Hunger man hat oder so. Ja, das stimmt. Oh, hier ist noch ein Rasierer. Reinigungsmittel. Ja. Schmerztabletten. Ja, alles sowas. Dann gehe ich mal bei den Damen rein. Nee, du bist bei den Damen. Ich gehe mal zu den Herren rein. Finger weg hier. Also komm, du Ferkel. Oh, Badetuch. Nehmen. Tuch, das klingt gut. Ja, wegen Feucht und so weiter. Ja. Laken nehmen wir natürlich auch mit. Schmerztabletten, wieder Schmerztabletten nehmen wir auch mit. Ein Kamm. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gerade, ich nehme nochmal zwei Badetücher mit. Reinigungsmittel, Kamm. Ich weiß nicht, wozu ein Kamm so gut sein soll. Oh, ein Pflaster ist bestimmt auch gut. Nochmal ein Badetuch nehme ich auch mit. Also ich Schlaftabletten, guck mal. Falls es uns. Oh. Oha. Warst du das? Nein. Wer war das? Also, es soll ja mal NPCs geben, aber die wären noch nicht aktiv. Naja, gut, aber wir spielen ja hier bei dieser Beta. Vielleicht sind die hier schon dabei. Das könnte natürlich möglich sein. Oh, wieso bin ich eigentlich auf der Herren. Männertoilette und warum bist du nackt? Die sollten auch. Was haben wir denn für Monat? 29.08. Also, es. Warte mal, trinken. Er will, dass ich trinke, dann mache ich doch gerade mal, gehe ich mal in die Toilette. Hast du keine Flasche mehr? Fülle leere Flasche, warte. Also ich habe schon zwei gefüllt. Ich habe schon eine Brauseflasche und auch eine Wasserflasche gefüllt. Ja, ich fülle die jetzt gerade. Und die wandelt dann automatisch zur Wasserflasche um, sehe ich gerade. Ich habe jetzt zwei Wasserflaschen. Oh, das ist gut. Ketchup? Man kann ich den Ketchup nicht. Nee, kann ich nicht auslernen. Wie ist denn das eigentlich mit diesem Ketchup? Weil. Ich habe vorhin Pfeffer gesehen. Ja, genau, das ist nämlich gar nicht so praktisch eigentlich. Ich dachte halt nur für Steak. Mann, was ist denn? Ja, Ketchup für Steak. Ketchup für Steak ist natürlich übel. Steak, ne? Also, das ist. Boah. Also, hier oben ist Exit, da sollte man nicht lang gehen. Jetzt überlege ich gerade hier unten im Gastraum, halte ich es für unsinnig, weil die sind eh noch. Ah! Was? Nicht? Ja, hier, auf dem Gang, hinter mir. Kam aus der Wäschekammer. Okay, dann lass uns mal gucken.
Was hier in der Wäschekammer noch zu holen ist. Rope. Oh, eine Säge. Und Golfschläger. Oh, Box of Paperclips. Ne, die sind ja jetzt nicht so. Aber die Säge nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ich habe aber eine. Ja gut, ich nehme eine Ersatzsäge. Okay. Ich meine, die geht ja kaputt mit der Zeit. Und jetzt packe ich die aber mal um in den Rucksack. Und die Streichhölzer packe ich in den Rucksack. Oh, was hatte ich noch? Das klingt aber garstig von außen. Ja, die sind ganz schön... Ach, es wird ja auch dunkel. Ja, jetzt kommen wir. Den Hammer kann ich eigentlich auch in den Rucksack packen. Eieieiei. Jetzt sollten wir mal gucken, wo hier der Lichtschalter ist. Ja, aber wir sollten erstmal gucken. Komm, wir machen dieses Ende hier in der Besenkammer. Lass uns in die Besenkammer flüchten. Genau. So. Was für eine wunderbar. Gute Ausrede. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr erfolgreich. Solche Raubzüge müssen wir dann öfters machen und wir müssen vor allem das Essen mitnehmen. Ich weiß nur nicht, wie viel Platz überhaupt noch in den Taschen ist. Also in meiner großen, noch in meinem Seesack ist noch Platz. Ich hoffe, dass das ja irgendwie überlebt, wenn wir das da rübertragen. Dass es nicht dann irgendwie verdorben ist. Knurren sie draußen. Gut, 23 Uhr. Der Nachbar ist, dem geht's nicht gut. Nee, Bauchschmerzen. Ganz böses Sodbrennen. Gut, wir werden noch ein bisschen hier übernachten, beziehungsweise warten, dass es ein bisschen heller wird, also so in die Morgenstunden. Wir sehen uns dann zum nächsten Teil wieder von Project Zomboid. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr Tipps habt, schreibt die natürlich in die Kommentare, wird uns freuen. Lieber Doppeltipps als gar nicht, weil, wie gesagt, so Spiele lernen, wenn man so nur ab und zu mal Let's Playt, ist immer schwierig. Wenn es einen von euch gibt, der das öfter spielt, habt ihr bestimmt hilfreiche Tipps. Genau. Ne? Und da sind wir natürlich dankbar für. In dem Sinne, dann bis demnächst und mach's gut. Licht aus. Jo, tschüss.